Angst vor dem Katastrophenszenario. Volkswirte warnen vor Risiken für die Weltwirtschaft. So titelt heute die Tageszeitung Die Welt. Und nicht nur Die Welt, sondern auch viele andere Blätter. Bei mir der Chefvolkswirt der Berenbergbank, Holger Schmieding, genau zu diesem Thema. Schönen guten Morgen. Wie bewerten Sie denn nun die Risiken für die Weltwirtschaft angesichts der Japan-Katastrophe? Guten Morgen. Richtig abschätzen können wir die Risiken natürlich noch nicht. Das Unglück ist ja noch vorbei. Wir warten ja noch auf die Nachrichten. Wir hoffen, dass es ab jetzt halbwegs glimpflich ausgeht. Wir können nur gucken auf historische Erfahrungen. Und die sind für die Wirtschaft eher beruhigend. Auch nach der Tschernobyl-Katastrophe vor 25 Jahren ist die Weltkonjunktur durch das damalige ganz schlimme Unglück nicht aus dem Tritt gekommen. Und wie sieht es speziell für Japan aus, für deren Ökonomie? Auch da, abschätzen kann man es natürlich noch nicht. Aber Japan ist eine recht effiziente Wirtschaft, eine hochentwickelte Wirtschaft. Japan hat beispielsweise nach dem Kobe-Erdbeben gezeigt, dass das Land schnell wieder auf die Beine kommt. Also, sofern das Unglück nicht noch größer wird, als es bisher ist, nicht noch wesentlich größer, ist auch anzunehmen, dass für Japan der wirtschaftliche Rücksetzer zwar spürbar wird, aber vermutlich nach ein, zwei Quartalen danach rein in der wirtschaftlichen Aktivität wieder ausgeglichen werden kann. Wir haben gesehen, gehört, dass die japanische Notenbank sofort die Märkte mit frischem Geld geflutet hat, um das Schlimmste zu verhindern. Glauben Sie, dass jetzt insgesamt weltweit noch mehr Geld gedruckt wird, um den Wiederaufbau zu finanzieren? Ich glaube, dass das vor allen Dingen in Japan notwendig ist. Und es ist eigentlich ja auch nicht Geld drucken, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Was es jetzt ist, Geld in den Finanzmarkt zu pumpen, um den Finanzmarkt in dieser Zeit liquide zu halten. Der Wiederaufbau wird nachher sicherlich zum Teil auf Staatskosten geschehen. Das wird die japanischen Staatsschulden erhöhen. Das muss aber angesichts der großen Sparbereitschaft der Japaner nicht eine weltwirtschaftliche Verwerfung nach sich ziehen. Aber ist nicht damit zu rechnen, dass am Ende des Tages dann doch die Japaner ihre Gelder aus dem Ausland abziehen, aus US-Staatsanleihen beispielsweise oder auch aus europäischen Staatsanleihen, um ihren Wiederaufbau zu finanzieren und im Gegenzug dann die Notenbanken in Europa und in Amerika gezwungen sind, einmal mehr ihre eigenen Anleihen aufzukaufen? Ich glaube nicht, dass der Effekt so groß sein wird, den wir auf unseren Rentenmärkten spüren. Für den japanischen Markt ist das natürlich sehr wichtig. Es ist auch anzunehmen, dass japanische Unternehmen eine Vielzahl von Anlagen vielleicht etwas verkaufen, statt dass wir allgemein eine Verkaufswelle bei bestimmten Anlagen sehen. Und darüber hinaus, es ist einfach noch zu früh, genau abzuschätzen, wie teuer, wie langwierig der Wiederaufbau werden wird. Und deshalb die Effekte. Börsen spielen diese Effekte schnell. Wir sehen es am Yen, aber vermutlich wird sich dieser Aspekt im Zeitablauf wieder etwas beruhigen. Wird die EZB nun nicht die Zinsen erhöhen im April, wie das allseits vermutet wurde? Auch da ist es noch zu früh, zu einem richtigen Urteil zu kommen. Die EZB wird abwarten. Sollte es bei uns zu nennenswerten Spannungen an den Märkten kommen, vor allen Dingen an den Interbankmärkten, den Geldmärkten, dann würde die EZB natürlich zurückrudern und im April die Zinsen da belassen, wo sie sind. Sollte allerdings die Lage bei uns an den Finanzmärkten und gerade an den Geldmärkten sich eher wieder beruhigen, wird die EZB vermutlich den Zinsschritt tun und nach dem Zinsschritt sagen, dass ein zweiter nicht unmittelbar ansteht. Ganz kurz zum Schluss, wie sieht aus Ihrer Sicht ein Worst-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario für die kommenden Monate aus? Das Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass es in Japan zu einem noch wesentlich größeren nuklearen Unfall kommt, der dann auch mit Radioaktivität in der Atmosphäre eine Wolke vielleicht verursacht, die weit über Japan hinaus Auswirkungen haben könnte. Das wäre ein Worst-Case-Szenario, dann hätten wir an den Börsen in der Weltwirtschaft möglicherweise für mehr als ein, zwei Monate einen spürbaren Effekt. Das Best-Case-Szenario, auf das wir alle hoffen, ist, dass Japan innerhalb der nächsten 48 Stunden vielleicht das Problem des Kühlens in den Griff bekommt und dass damit die Folgewirkungen abschätzbar wären. Und sobald die Folgewirkungen erst einmal abschätzbar sind, sagen wir im Best-Case-Szenario, in einer Woche wissen wir mehr, dann kann es auch sein, dass Börsen sich relativ bald wieder beruhigend auf die neue Situation einstellen und tatsächlich die wirtschaftlichen Effekte sich auf ein, zwei Monate begrenzen. Sagt Holger Schmieding, der Chefvolkswirt der Berenbergbank, zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Japan-Katastrophe. Vielen Dank für das Gespräch.